Hey, servus Imke, schön, dass ihr da seid. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich heute nicht draußen bei den Bienen. Das Wetter lässt es einfach nicht zu. Ich stehe heute unten im Keller, aber das macht gar nichts. Ich bin trotzdem glücklich, weil ich meine Bestellung bekommen habe von Johann Wagner. Ja, ich glaube, dass der Postbote heute nicht ganz so glücklich war, aber nein, da muss er durch. Danke an dieser Stelle an den lieben Postboten. Johann Wagner betreibt eine Internetseite, die sich bienenwagner.de nennt. Ich verlinke die unten. Was ist jetzt das Besondere an dem Shop? Zum einen ist er ein ganz angenehmer Typ, ein junger Bursch, ein junger Familienvater mit Familienimkerei. Also er weiß, was er da verkauft. Er verkauft dann nur das, was er selbst in der Imkerei verwendet. Und das werdet ihr sehen, wenn ihr auf die Internetseite kommt, er verkauft Sachen, die ihr woanders nicht bekommt. Kann ich euch garantieren. Das ist auch so ein Grund. Er ist der Einzige, der dieses Produkt, was sich in den Kartons befindet, verkauft in Deutschland. Was ist jetzt da drin? Es ist eine Komplettbeute drin. Und zwar nicht nur eine, ist ja ganz klar, es sind ja viele Kartons. Es sind 10 Komplettbeuten vom finnischen Hersteller Paradise Honey. Die tragen den Namen B-Box. Warum kaufe ich jetzt aus Finnland die Beuten und nicht aus Deutschland? Ganz einfach beantwortet. Die B-Box ist qualitativ extrem gut, super verarbeitet, stabil. Und was die Finnen unter Komplettbeuten verstehen, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da können sich die namhaften deutschen Kunststoffbeutenhersteller nicht nur eine Scheibe davon abschneiden, sondern gleich mehrere. Und wie die jetzt ausschauen und was ich an denen so gut finde, und zwar so gut, dass ich meine eigene Imkerei mittlerweile umbaue und komplett umstelle auf diese Beuten. Sage ich euch, wenn es dran bleibt, ich baue jetzt nur ganz kurz professorischen Tisch auf. Dann packe ich die Kisten aus und dann seht ihr, was ich meine. Bis gleich. Ihr seht, habe ich jetzt eine Komplettbeute auspackt. Und jetzt sagen wir, fangen wir von unten an. Das ist der Boden, so kriegt ihr den. Das Gitter, Varroa-Gitter ist hier schon eingeschoben, ist aber noch ein bisschen locker. Ich persönlich nehme immer zwei Schrauben und fixiere es einfach kurz. Kann man natürlich auch mit Heißkleber machen, aber ich mache immer gerne Schrauben. Dann kann ich es notfalls auch wieder wegbauen. So, das war jetzt eine. Was ist noch dabei bei dem Boden? Mitgeliefert wird so eine, ja, ich sage jetzt mal, Steckplatte als Varroa-Schieber. Wird ganz einfach von hinten eingeschoben. Und fertig. Was ist nur dabei? Ein Fluglochkeil ist dabei. Und zwar ein sehr guter, wie ich finde. Der wird hier einfach in die Nut gedrückt. Und hier kann man mit 6 das Flugloch variabel einstellen. Finde ich eine tolle Lösung. Optimal. Ihr seht es nämlich. Das war es dann ja schon mit dem Boden. Ich stelle jetzt auf die Seite. Als nächstes kommt dann die Zage. So, kommen wir jetzt zur Brutraumzage. Dafür räume ich jetzt einmal schnell den Boden auf die Seite, sonst haben wir keinen Platz.
Ruderamtssäge besteht aus vier Teilen. Und dazu braucht man noch diese Kunststoffleiste. Und da sind wir jetzt schon bei einer Besonderheit. Habe ich vorher bei noch keiner anderen Beute gesehen. Wir nehmen das ein Seitenteil. Hier sieht man so ja, eingegossene Nuten beidseitig. Und genau da kann man die Kunststoffleisten jetzt drüber. Macht das am Anfang gleich drüber. Weil später, wenn die Kiste zusammengeleimt ist oder zusammengesteckt, bringt es das einfach nicht mehr drauf. Die werden einfach nur drüber geschoben. In die richtige Position. Das sind zwei verschiedene. Das gleiche mit der anderen auch noch schnell. Also da kann man nichts falsch machen. So. Dann bauen wir es zusammen. Du müsst beim Zusammenbau darauf achten, dass die Beschriftung immer gleich ist auf jeder Seite. Also immer nach unten oder nach oben zeigt. Oder ihr orientiert euch einfach an den Griffmulden hier. Das könnte man jetzt einfach so zusammenstecken. Und gut wäre es, aber ich mache immer gerne ein bisschen Holzleim drauf. Das ist optional, muss man nicht machen. Ich habe gerade einen Holzleim da, also nehme ich noch hier. Hier nur ganz wenig Holzleim, nicht übertreiben. Dann wird das hier in die Löcher gesteckt. Und mit Kraft zusammendrückt. So, das gleiche auf der anderen Seite. Ich drehe es mal rum, dass ihr es besser seht. Wenn ihr mal die ersten zusammenbaut habt, dann gehen die anderen ganz schnell. Festdrücken, fertig. Letzte Seite noch. Jetzt muss ich selber schauen, wo die so war. Ja, genau. Die Seiten leicht andrücken bei der letzten Seite, damit es nicht verspannt, und dann zusammendrücken. Fertig, zum Schluss mache ich immer gern, nehme ich Holz her und haue einfach nochmal zweimal mit dem Hammer drauf. Achtung, jetzt wird es laut. Fertig ist die erste Bruderansage. Für was sind jetzt die Kunststoffleisten? Ja, das ist ganz einfach. Zum einen ist hier eine Rutschleiste eingearbeitet. Das sorgt dafür, dass die Rähmchen später verkittet sind. Einfacher zum Brechen, auseinandermachen sind, wie auch immer wenn man es nennen will, zum Auseinanderrutschen. Die äußere Seite sieht man hier, ist auch Plastik. Wenn später die Honigzagen draufstehen, die Honigzagen sind auch mit zwei so Plastikleisten versehen, da kann man dann sehr angenehm und ohne dass man irgendwas kaputt macht mit dem Stockmeißel reingehen, wenn sie verkittet sind, und kann die auseinander machen, ohne dass man die Kiste beschädigt. So, ich baue jetzt die Honigzagen noch schnell zusammen und dann sehen wir uns noch mehr. Bis gleich.
So, die Honigrahmzaugen sind jetzt auch fertig, die zwei. Jetzt kommt da noch eine Besonderheit. Es werden hier noch so Rechen dazu geliefert. So Abstandsrechen. Und die muss man dann hier einkleben. Ich nehme dafür jetzt einfach einen Heißkleber und klebe die schnell rein. Einfach 3, 4 kleine Punkte. Dann ist drauf. Kurz andrücken. Fertig. Die letzte noch rein. Und somit sind ja die Honigrahmzaugen fertig. Jetzt kommen wir hier, wenn ich jetzt ein Rähmchen finden würde. Ich nehme einfach mal ein Suchträhmchen. Sauber fixiert. So muss das ausschauen. Gut. Jetzt geht es weiter mit. Ja, zusammenbauen müssen wir eigentlich gar nichts mehr. Der Rest ist nämlich schon zusammengebaut. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal die Beute auf, so wie es gehört. Und dann schauen wir es uns einmal genauer an. Die meiste Arbeit haben wir jetzt hinter uns. Jetzt stellen wir das einmal auf, dass man mal sieht, was denn alles dabei ist. Wie wir gesagt haben, den Boden haben wir schon gesehen. Jetzt kommt die Brutrahmzauge drauf. Ja, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Varianten. Ich muss jetzt alle durchspielen, weil sonst kann ich es euch ja nicht zeigen, was da alles dabei ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist Winter oder Herbst und ihr wollt die Völker einfüttern. Da ist nämlich extra noch eine Futterzauge dabei. Schaut euch die mal an. Das ist echt genial. Das Teil kann man da rausnehmen. Durchsichtig, dass man die Bienen sieht. Sehr schön finde ich das. Und man kann es hier einstellen, was man dann unten für einen Spalt haben will. Somit können dann entweder die Bienen reinlaufen und das restliche Zuckerwasser, Sirup oder was auch immer ihr da einfüttert, rausfressen. Oder man schiebt es einfach weiter runter und verhindert so, dass die Bienen da reinkommen. Ich weiß nicht, ob man sieht, der Boden geht hier natürlich schief in diese Richtung, ganz klar. Und ich habe noch nie Probleme gehabt mit der Futterzauge, dass die ja schimmeln anfängt oder dass irgendwelche Futterreste in der Zauge verbleiben. So viel zu der Zauge. Ist alles dabei bei dem Komplettset. Den wir jetzt einfach mal aufsetzen. So, was kommt jetzt normalerweise drauf? Normalerweise macht man jetzt hier eine Folie drauf. Und da hat der Hersteller richtig mitgedacht. Bei der B-Box gibt es keine Folie oder gibt es bestimmt auch, wenn man das will, aber normalerweise liefern die sowas mit. Was ist das? Das ist einfach ein dünnes Gitter. Man könnte es vielleicht auch als Propolis-Gitter bezeichnen. Das legt man da einfach auf. Man sorgt dafür, in dem Fall jetzt nicht, aber wenn es auf den Brutraum aufliegt, sorgt es dafür, dass sich kein Kondenswasser in der Beute bildet. Und so wie dann viele sagen, man hat in Kunststoffbeutenschimmel wird dadurch vermieden. Ich habe bei meinen nach dem Winter keinen Schimmel.
Weder auf den Rämmchen noch in der Beute selbst. Ja, und zu guter Letzt kommt dann natürlich noch der Deckel. Und der hat auch noch eine Besonderheit. Ihr seht hier diese Einfräsungen oder Vertiefungen. Da hat sich der Hersteller auch was dabei gedacht. Da kommen noch diese Kunststoffklammern drüber. Und was haben die für einen Sinn? Das zeige ich euch gleich. Dafür muss ich es aber jetzt drehen. Hier kann man ganz bequem einen Spanngurt drum machen, wenn man zum Beispiel wandern will damit oder die Beuten einfach verstellt oder einfach nur zum Sichern der Beuten gegen Sturm. Und man beschädigt dann damit nie den Schaumstoff. Das finde ich super geil. Ist echt genial gelöst und man sieht hier auch unten eine leichte Vertiefung, wo auch hier der Spanngurt rumläuft. Jetzt hat sich der Hersteller aber noch was dabei gedacht. Was macht man, wenn man wandert zum Beispiel? Ich nehme es jetzt einfach mal kurz wieder runter, dann kann ich es euch besser zeigen. Futterzeuge brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn man wandert, sind hier Rämmchen drin im optimalsten Fall und auch Bienen. Man legt das Gitter hier auf. So, und wenn ich jetzt den Deckel drauf mache, würden die ja keine Luft mehr bekommen. Und es könnte sein, dass man beim Wandern, wenn man länger unterwegs ist mit dem Auto, dass die verbrausen. Da gibt es einen Trick bei dem Hersteller. Man nimmt einfach den Deckel und dreht ihn um. Und das ist doch einmal richtig cool, oder? Da muss ich sagen, der denkt mit. Jetzt ein Spanngurt drum. Hier kann Luft durchströmen, die Bienen ventilieren die warme Luft nach oben oder nach unten weg. Die Luft kann quasi zirkulieren und es gibt kein Verbrausen mehr. Das ist schon richtig, richtig geil. Im Deckel sieht man hier auch noch eine Vertiefung. Da kann man dann später einen Futterteig einmal auflegen oder so, wenn man es braucht. Ihr seht schon, diese Beute ist durchdacht. Und wenn ihr euch mal den Lieferumfang da anschaut, da ist schon richtig was dabei. Jetzt machen wir nochmal ein Szenario. Wir sind natürlich jetzt im Sommer und wollen Honig ernten. Abdeck, Folie, Plastik, wie auch immer, runter. Und was ist noch dabei? Ein Absperrgitter. Tja, sowas nennt man halt eine Komplettbeute. Absperrgitter drauf, Honigraum drauf. Abdeckfolie drauf. Deckel drauf. Ich glaube, einfacher geht es nicht mehr. Und du hast wirklich alles in einem System dabei. Also ich wüsste jetzt nicht, was da noch fehlt. Doch, eins gibt es noch, was fehlt. Die Bienenflucht. Tatsächlich ist das System nicht dafür gedacht, dass man mit der Bienenflucht arbeitet. Es kommt daher, weil die Beuten eigentlich für Berufsimker gedacht sind. Das haben ja viele in Australien benutzen, die Beuten anscheinend. Und da wird es ja ganz einfach gemacht. Honigraum aufstellen bei der Ernte, mit dem Laubbläser Bienen rausblasen und fertig. Der Hersteller hat aber trotzdem uns eine Möglichkeit gegeben. Es gibt Rahmen. Das sind so Kunststoffteile aus diesem Plastik, die man da aufsetzen kann. Und in diesen Rahmen kommt dann eine Holzplatte oder was auch immer. Und dann kann man dann natürlich, wie bei den anderen Beuten auch, eine Bienenflucht einlegen oder einarbeiten. Wenn man sowas braucht, ich nehme es auch ganz gern her, dann muss man sich das halt einmal bauen.
Das ist aber halt kein Muss. Und ich glaube, da ein bisschen basteln kann man immer noch. Aber ansonsten sehe ich jetzt keinen Nachteil bei dieser Beute. Ihr seht es ja selber. Die ist extrem leicht und gleichzeitig stabil. Und die ist richtig stabil, kann ich euch garantieren. Ja, und es ist wie gesagt alles dabei, was man braucht. Ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Varianten im Vergleich zu der. Ich impfe gerade schon eine Zeit lang und ich habe auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Ich habe diese Kisten erst seit 2 Jahren. Also die ersten habe ich mir vor 2 Jahren bestellt, habe die jetzt ausprobiert und bin da so zufrieden, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt nach und nach meine komplette Imkerei umstellen auf diese Kisten, weil es praktisch ist. Ach ja, genau, was ich noch vergessen habe. Es sind übrigens 10er der Dantbeuten. Ich glaube, die gibt es auch nur in 10er, es gibt es gar nicht in 12er, was aber auch nicht unbedingt zum Nachteil ist. Ich habe feststellen müssen, wenn ich im Herbst einfütter und die 10 Rähmchen sind voll, es reicht locker, weil die Bienen im Gegensatz zu Holzbeuten wesentlich weniger an Futter brauchen. Und es ist natürlich auch ein bisschen praktischer zum Transportieren, das Format. So 12er Kisten, die sind schon echt mächtig. Gut, ich baue jetzt nochmal schnell um und dann hören wir es nochmal. Bis gleich. Kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Grund, warum ich mich für die Kunststoffbeuten entschieden habe. Ihr seht, da jetzt schon 3 verschiedene Kisten rumstehen, die sich in meiner Zeit als Imker da halt einfach so ergeben haben. Ich fange jetzt mal hier an. Das ist eine gekaufte, so wie es jeder von euch im Shop kaufen kann. Oder im Geschäft oder wie auch immer. Die Kisten habe ich, waren die ersten, wo ich gekauft habe. Sind aus Weimokiefer. Das ist eigentlich, finde ich, ein ganz tolles Material, das Weimokiefer. Aber da ging das ganze Theater eigentlich schon los, was ich am Anfang noch gar nicht wusste. Und zwar, ihr seht hier die Metallrechen. Die haben einen Abstand von 2 cm von Rähmchen zu Rähmchen. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr mit der Tant anfängt, lasst euch den Schmarrn nicht andrehen, das ist totaler Blödsinn. Für einen Hobbyimker ist das total ungeeignet, aus 2 Gründen. Man hat Dickwaben. Was macht man was hat man für einen Nachteil bei der Dickwabe? Der Honig ist immer feuchter wie bei einer dünnen Wabe. Also ihr werdet Probleme mit der Feuchtigkeit am Honig bekommen. Und der zweite große Nachteil, wenn ihr die Rähmchen entdeckelt, habt ihr, wenn ihr mit dem Messer zum Beispiel entdeckelt, habt ihr sehr viel Abschnitt an Wachs und Honig. So, jetzt bräuchtet ihr dann eigentlich wieder einen Deckelwachsschmelzer, kostet ja nichts, kostet ja kaum 1400 Euro, könnt ihr euch sparen, das Geld, wenn ihr keine Dickwaben habt. Selbst wenn ihr die Dickwaben jetzt, sagt mir, macht es nicht mit Messer, so wie ich mache es mit Föhn, habt ihr dann spätestens in der Schleuder das Problem, dass der Überbau der Dickwaben an den Gitterkorb hinklebt. Und das ist immer ein bisschen eine Sauerei. Also, wie gesagt, wenn ihr solche Kisten schon zu Hause habt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Schraubt diese Leisten weg, dreht es um, dann habt ihr oben eine gerade Kante, nehmt andere Rähmchen, Hoffmann zum Beispiel, oder arbeitet mit Polsternägel. Das noch kurz zu dem Thema Abstandshalter, Rechen, wie auch immer die genannt werden. Wie gesagt, das war die erste, wo ich mir gekauft habe. Ich habe mir von denen 4, 5 Stück gekauft. So wächst halt die Imkerei. Am Anfang will man nicht mehr und dann hat man das Problem, dass sich die Bienen tatsächlich schneller vermehren als sich die Mäuse auf dem Konto, mit dem ich mir dann wieder neue Beuten kaufen kann. Gut verarbeitete Weimokiefer, Komplettbeuten. Da sind wir zum einen mal bei einem Preis von, kommt darauf an, wo man es natürlich kauft, aber ich sage jetzt mal zwischen 200 und 250 Euro. Man muss natürlich nur dazu sagen, man braucht noch Absperrgitter, man braucht noch einen Blechdeckel. Es wird dann teuer.
Aber zu Preise komme ich dann später nämlich. Noch ein Nachteil gegenüber der Styroporbeute. Diese Weimar-Kiefer-Kiste, das ist jetzt der Honigraum, wie gesagt, der wiegt jetzt exakt, ich habe es vorher schon gewogen, ich will euch da nicht so lange auf die Folter spannen, 2,4 Kilo. Das heißt, 2,4 Kilo nur für die Kiste, nur für das Holz, was ihr jeden Tag dann oder jede Woche mindestens einmal bei der Kontrolle runterheben müsst, wenn der Honigraum voll ist, im besten Fall, was wir uns ja alle wünschen, kommen da noch zwischen 15 und 20 Kilo dazu. Dann könnt ihr euch ausrechnen, was ihr da jeden Tag, wenn ihr da mehrere Völker habt, mit eurem Rücken da rumgetragen habt. Nicht schön. So, ich habe es gerade angesprochen, die Mäuse auf dem Konto werden weniger, die Völker werden mehr. Da macht man sich dann irgendwann einmal Gedanken, wenn man die Imkerei vergrößern will, wie man denn da ein bisschen günstiger wegkommt. Und wie man die Völkerzahl schnell aufstocken kann. Ja. Man kauft sich Holzplatten. Welche Holzplatten ist das? Das ist eine Seekieferplatte mit Abstand das günstigste Holz, mit dem ihr Beuten bauen könnt. Ist aber auch vom Material her das schwerste zum einen. Und es ist das wetterunbeständigste, muss man ja auch ganz klar mit dazu sagen. Ich habe meine Holzbalken immer gestrichen, zweimal. Aber man kann hier vielleicht schon erkennen, es wirft sich leicht und die Balken, naja, halten nicht ewig. Ich gebe den Balken maximal 5 Jahre, dann sind die durch, dann kann man sie einfach wegschmeißen. Auch nicht so was Gelbe vom Ei. Was wiegt jetzt dieses Holz? Ich habe es mir da wieder aufgeschrieben. Das ist mit Abstand das schwerste Holz. 3,8 Kilo. 3,8 Kilo plus Inhalt wird immer schwerer, ihr seht es schon. Noch ein Nachteil von Seekiefer, es verzieht sich ganz leicht, wenn jetzt der Beutenbock, so wie bei mir, der steht jetzt an verschiedenen Orten. Und wenn der Beutenbock nicht hundertprozentig gerade steht oder er setzt sich auf Dauer, dann verzieht sich die komplette Beute und ihr werdet es dann, naja, ein paar Spalte mehr haben. Irgendwann bin ich dann einmal glücklicherweise auf anderes Material gekommen. Hier sieht man es, es sind Dreischichtplatten. Dreischichtplatten haben den Vorteil, sie sind mehr witterungsbeständig wie die Seekieferplatten, verziehen sich nicht. Reißen nicht. Also, das ist schon mal gutes Material. Wenn ihr selbst Balken bauen wollt, würde ich dieses Material empfehlen. Von den Eigenschaften zumindest. Das große Problem bei diesen Dreischichtplatten, die sind unbezahlbar. Ihr könnt es gerne mal im Internet schauen. Ich glaube, das ist Quadratmeter irgendwas bei 80 Euro und dann ist eh schon günstig. Und glaubt mir, wenn ihr da einige Balken baut, dann braucht ihr auch einige Quadratmeter an Holz. War also auch nicht das Gelbe vom Ei. Zum Gewicht der Dreischichtplatten, das liegt so im Mittelfeld, 3,4 Kilo. Und jetzt noch zum Schluss natürlich die Styroporbeute. Wie gesagt, die Honigraumzarge wiegt ganze 1,2 Kilo. Also man sieht da schon ein bisschen einen Unterschied. Natürlich muss man jetzt fairerweise sagen, das ist jetzt ein 10er der Tanzsystem und das ist ein 12er. Also ihr könnt da von mir aus noch 0,5 Kilo wegtun, aber ihr kommt nie auf das Gewicht von diesem Teil. Also hier mal diese Beute mal mit einer Hand so leicht und locker rumwuchten, wird hier ein bisschen schwieriger. Es geht auf die Gelenke auf Dauer. Das war jetzt schon mal das Thema Gewicht, das Thema Material. Ich höre jetzt schon den einen oder anderen schreien, ach, ökologisch ist das aber ganz schlecht. Naja, ich will da jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen. Natürlich ist das Kunststoff, kein Naturprodukt. Holz ist ein Naturprodukt. So, wo kommt aber jetzt das Holz her? Wenn jemand sagen will, es ist alles so ökologisch, wenn man mit Holz arbeitet, dann muss er mal den kompletten Verlauf von der Entstehung
bis zu euch im Garten, bis so eine Kiste entsteht bei denen. Zum einen, wo steht der Baum? Keine Ahnung. Es kann sein, dass er in Deutschland in der Nachbarschaft gestanden ist. Aber es fängt immer mit dem Baum an. Mir ist der Baum persönlich lieber im Wald und nicht in Form von Brettern. Diese Platten zum Beispiel kommen, soweit ich weiß, aus tropischen Ländern, werden dann oftmals in China verarbeitet und werden eigentlich nur für Verpackungen zum Schifftransport, darum heißt es auch Seekiefer, verwendet. Da werden einfach Güter günstig und schnell eingepackt und vernagelt. Bis so eine Platte bei euch im Baumarkt ist, bei euch zu Hause ist, bis ihr da draußen eine Kiste baut, naja, ob das dann nur ökologisch ist, also das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Weimarkkiefer gibt es in Deutschland, muss auch erst ins Sägewerk, wenn es denn aus Deutschland kommt, ist es in Ordnung. Wenn nicht, kommt es auch wieder aus dem Ausland. Es gibt ja im Ausland sehr viele Weimarkkiefer. Wie gesagt, kommt ins Sägewerk, es werden Bretter draus geschnitten. Es kommt dann zum Beutenbauer. Der Beutenbauer baut euch die Beuten. Vom Beutenbauer kommt es ins Geschäft und ihr kauft dann schlussendlich die Beute. Ja, okay. Diese wird in Finnland produziert. Das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ich blende euch einmal ein Foto, wie die verpackt sind und wie die durch die Weltgeschichte transportiert wird. Durch das, dass es mehrere Teile sind, habt ihr ja gesehen beim Zusammenbau, wird beim Transport wenig Luft durch die Gegend geschippert und gefahren. Im Gegensatz zu solchen, die wo wahrscheinlich schon zusammengebaut kommen. Das ist natürlich die schlechteste Variante. Wenn ihr Holzbeuten kauft, euch schicken lässt, die wo schon komplett zusammengebaut sind, naja, wie viel Luft wird da? Naja, ihr wisst, was ich meine. Das andere, entsorgen. Wenn die alt werden, was macht man mit denen? Ja, verheizen. Im besten Fall. Was wird mit den Beuten gemacht? Recycelt. Ich weiß nicht, inwieweit das dieser Hersteller jetzt da mit recyceltem Material arbeitet, weiß ich nicht, aber das wäre zumindest möglich. Seid einmal ganz ehrlich, wenn ihr euch eine Waschmaschine bestellt und es sind da Styroporfetzen drin, die eure teure Waschmaschine schützen, dann schimpft auch keiner. Dann kommt keiner auf die Idee und sagt, ach, das war jetzt aber nicht ökologisch. Ja, es interessiert keinen. Kunststoff gibt es auf unserer Welt, Kunststoff gehört zu unserer Welt und das ist halt einfach mal so. Wie gesagt, mehr mag ich da gar nicht dazu sagen, das muss jeder mit seinem Gewissen selbst ausmachen. Mir überwiegen die Vorteile von diesem System. Ich tue mir leichter zum Imkern. Die Bienen kommt es schlussendlich auch zugute, wenn mir als Imkern dann wieder mehr Spaß macht. Und wenn ich einfacher arbeiten kann damit. So viel zu dem Thema jetzt. Was wollt ihr denn noch sagen? Ja. Beutenfarben. Ihr könnt euch da total austoben bei diesen Beuten. Ich nehme Fassadenfarbe her, hat sich rausgestellt, die hält am besten und am längsten. Und gibt dann also eine schöne matte Struktur. Ihr könnt ihr natürlich auch Tarnfarben anmalen oder eure Kinder anmalen lassen oder wie auch immer. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache das eigentlich nur aus UV-schutztechnischen Gründen. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man die so lässt, aber mir gefallen ehrlich gesagt weiße Beuten in der Natur. Naja, sieht komisch aus. Gut, preislich. Wie schaut es jetzt aus? Haben die einen wahrscheinlich schon lange genug darauf gewartet. Was kostet jetzt die Kiste eigentlich? Wahrscheinlich in der Zeit habt ihr schon gegoogelt und habt selber nachgeschaut. Diese Komplettbeute, ich habe jetzt hier drei Honigräume drauf. Das ist eine Komplettbeute, besteht aus zwei Honigräumen, habe ich ja schon gesagt am Anfang. Ich generiere jetzt einfach mal einen, aber ansonsten ist alles dabei, was ich euch gezeigt habe. Bei 10 Stück 129 Euro pro Beute. Ich habe gerade gesagt, was die da hier kostet.
Also für 129 bekommt ihr keine Holzbalken. Preis-Leistung, wie gesagt, unschlagbar. Und wenn ihr nur eine kauft, zum Testen vielleicht, kostet die 139 Euro. Was jetzt trotzdem noch sehr günstig ist. Ich habe mit Johann Wagner ein geschrieben. Und ich habe gesagt, das ist ein Pfundskerl. Und jetzt habe ich was für euch. Unten in der Videobeschreibung steht ein Rabattcode. Da könnt ihr jetzt 10% sparen, wenn ihr da einkauft. Und zwar nicht nur auf die Beuten, sondern auf alles, was ihr im Shop habt. Ich hoffe, das gefreut euch. Ansonsten würde ich sagen, bin ich fertig. Falls noch was zum Sagen gibt, machen wir es ja beim nächsten Mal. Ihr werdet die Beuten jetzt öfters auf meinem Stand sehen. Immer mehr auf meinem Stand sehen. Ich bin davon überzeugt. Und vielleicht hat das Video den einen oder anderen von euch geholfen. Vielleicht mag der eine oder andere es einmal ausprobieren. Ich würde es ihm empfehlen. Ich habe noch, wie gesagt, noch keinen Nachteil entdecken können. Außer das Thema mit der Bienenflucht vielleicht. Muss man sich jetzt selber bauen. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Glocke, abonnieren vielleicht noch, wäre super. Ansonsten wünsche ich euch was. Euer Bavaria Bini, Servus.